Hi Joachim, hey. Warum hast du denn die Staffelei und die ganzen Sachen mitgebracht? Wir wollten hier doch den Kurs erklären. Ja, weißt du, ich bin ja so ein bisschen älter und da ist es ganz schön, noch was zum Anfassen dabei zu haben. Geht doch auch so. Okay. Ahoi und herzlich willkommen auf der MS Ichmug. Ich bin Nina Oberländer, eure Bootsfrau hier im Kurs. Und ich, Joachim Zucker, euer Steuermann. Wir möchten euch erstens die Wochenthemen erklären und zweitens den Kursablauf und die Arbeitsumgebung des Kurses zeigen. Und am Ende noch euch sagen, was ihr für eine erfolgreiche Kursteilnahme bekommt. Los geht es mit Woche 1. In der geht es um Selbsterstellung und Profile im Internet. Wir haben das Wochenthema genannt, mein digitales Ich im Netz. In der zweiten Woche dreht sich alles um Kontakte und Communities. Mein digitales Ich und die anderen. In Woche 3 schauen wir auf die nicht ganz so angenehmen Seiten des Internets, nämlich Stress durch soziale Netzwerke. Mein digitales Ich und die Gesellschaft. Und in der vierten Woche fragen wir uns, was die Technik mit unseren Daten macht. Mein digitales Ich und die Maschinen. Das waren die Wochenthemen. Jetzt würden wir euch gerne die Arbeitsumgebung vorstellen. Auf jeder Seite findet ihr diese 6 Symbole. Wir starten mit dem ersten Symbol, was aussieht wie eine Armbanduhr. Ist aber gar keine Armbanduhr, sondern zeigt eine Reihe von Videos. Videos sind nämlich das Ausgangsmaterial bei uns im Kurs. Jede Woche schalten wir euch ein neues Kapitel mit einem neuen Thema frei und dazu eine Handvoll von Videos, die wir hier Lektionen nennen. Und hinter diesem Symbol verbirgt sich unser Newsletter. Wir begleiten euch regelmäßig in den Wochen, sagen euch, was Wichtiges kommt und vielleicht was Interessantes gelaufen ist. Hinter dem dritten Symbol findet ihr die anderen Kursteilnehmer, die mit euch zusammen diesen Kurs machen. Und damit ihr mit denen auch kommunizieren könnt, haben wir hinter diesem Symbol unser Forum gelegt. Dort werden wir noch zusätzlich kleine Aufgaben stellen. Hier mit der Betonung auf klein, denn ihr braucht im Forum keine langen Texte schreiben. Wir haben die Aufgaben so konzipiert, dass ihr sie in 5 bis 10 Minuten etwa lösen könnt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr möchtet, lieber erstmal alle Videos schauen und dann am Ende entscheiden, ob und welche der Aufgaben ihr bearbeiten möchtet. Und hinter diesem Symbol könnt ihr unsere Social-Media-Kanäle sehen. Also den YouTube-Kanal mit den Videos, unseren Ichmug-Salon auf Facebook oder ihr könnt uns auf Twitter folgen. Und zu guter Letzt? Das sind die Kursabzeichen, die ihr im Kurs machen könnt. Die heißen Badges. Okay, was wir noch erklären wollten ist, warum die Videos manchmal anhalten. Oh ja, stimmt. Also manchmal halten eure Videos an. Das kann 2 Gründe haben. Erstmal vielleicht ist eure Internetleitung gerade zu langsam und das Video muss nachladen. Oder aber wir haben ein Quiz eingebaut, damit ihr dieses Video auch aufmerksam bis zu Ende schaut. Kannst du mal ein Beispiel zeigen? Ja, machen wir. Ah, so geht das. Gut, ne? Ja, klasse. Gut, dann sind wir durch. Wir sind durch. Lein los. Nina, stopp mal kurz. Wir haben noch was vergessen. Und zwar, was verbirgt sich noch mal hinter diesen Fleißkärtchen? Die Badges. Ja. Wofür kriege ich die? Wenn du die Videos bis zu Ende schaust oder Aufgaben im Forum löst. Und wann weiß ich, für welche Aufgabe sowas ansteht? Das wird alles hinter dieser Seite erklärt, welche Badges du für welche Lösungen bekommst. Okay. Und wenn ihr genügend Badges habt, bekommt ihr natürlich am Ende des Kurses noch eine Teilnahmebestätigung. Das war es jetzt aber wirklich. Jetzt war es wirklich. Lein los!